Hallo Deutschland, das hier ist der erste 360 Travel Blog mit der Theta V. Das Bild drehen könnt ihr wie immer bei 360 Blogs. Ich bin gerade in Sri Lanka, 4 Wochen am Reisen. An den schönsten Spots der Welt. Folgt mir, ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was hier so abgeht. Los geht's. Ey. I put the gin in the tonic and I mix it all up. I got some in the cut, I swing of my nuts. You got none. On probation, fill up my cup. I'm hot, son. I'm like police, not very much. I run back, right up in your ass, just like a cold move. But like, who is you? It never really matter who cooking this old food. When the 4 dudes. So, liebe Freunde, Richtung Gate geht's jetzt in 4K-Modus. Marlena, du bist schon richtig aufgeregt. Okay. Ja, okay. Ich mache ein Smiley auf dein Gesicht. Oh, hier müssen wir rein. Economy Class, wie ihr seht, nur das Beste. So, Freunde, Boarding Time. Jetzt auf einmal ein bisschen über das Video, oder was? Dann gehen wir mal rein hier. Hallo. Boarding pass here. Thank you very much. Welcome. Thanks. So, da sind wir. Da ist ein Sitzplatz. Sorry. Dann geht der Flug jetzt los, Freunde. Da sind wir doch, im Flugzeug. Alles klar. So, Leute, hier ist mein Platz. Machen wir gleich nochmal ein Bild für Instagram. Das habt ihr ja schon gesehen wahrscheinlich. Und dann fliegen wir los. Willkommen in Sri Lanka, Freunde. So, Freunde, jetzt wo wir unsere Taschen haben, ab geht's in Urlaub. So, raus aus dem Tuk-Tuk, rein ins Getümmel. Wir sind hier am Bahnhof. Tickets haben wir schon geholt. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier was zu futtern herbekommen. Und dann geht's ab nach Kandy. Alter, hier ist laut, dreckig. Eigentlich also genau wie erwartet. Gebt euch das mal. Ist gerade ein Zug eingefahren, ne? Da vorne links. Und die lassen die Leute nicht mal raus, weil die wollen unbedingt einen Sitzplatz haben. Und das ist voll dabei. Gleichzeitig reinlaufen und rauslaufen. Unfassbar. Ey, die Situation ist so skurril gerade. Wir sind jetzt hier in so einem Zug, der 20 Minuten zu früh ankommt. Und wir wussten gar nicht, dass es überhaupt unser ist. Also aus Deutschland kennt man das ja nicht, dass die Bahn zu früh ist. Und das Geile ist, dann sind die hier alle reingerannt und haben sich die Plätze halt erkämpft. Hier, schaut euch das mal an. Es gibt halt hier überhaupt keinen Platz mehr. Und das hier ist die zweite Klasse. Was auch geil ist an diesen Zügen ist, die Tür, die bleibt immer offen. Das heißt, wir fahren jetzt so, ne? Also wir fahren jetzt so nach Kandy, 2,5 Stunden. Ja, mal sehen, wie das ausgeht. Kommt darauf überhaupt nicht klar. Also ich schwör, der steht auch hier, der hält sich noch fest, der tippt die ganze Zeit irgendwie im Handy rum. Ich schwör, schon wird mal gestoppt. I just told, oh. Dude, how do you survive? I don't understand it, really. I would have died like 10 times already. What's your secret? Are you Spider-Man? Okay, Leute, also ihr seht, ich bin gar nicht zu filmen, deswegen löscht mal hier auf. Und dann sehen wir uns da, wenn wir hoffentlich heile ankommen. So, wir sind jetzt endlich angekommen in unserer Unterkunft nach 31 Stunden Fahrt. Und hier sieht es wunderschön aus. Hier ist unser Zimmer. Besitzer ist auch mega nice, fährt uns jetzt direkt ins Restaurant, damit wir kein Tuk-Tuk mehr mieten müssen extra. Ja, aber ansonsten
glaube ich, das langt erstmal für die erste Folge. 31 Stunden Fahrt, Flug und Tuk-Tuk hierher. Gute Nacht. I put the gin in the tonic and I mix it all up. I got son, in the cut, I swing my nuts. You got none, on probation, fill up my cup. I'm hot, son, I'm like police, not very much. I run back, right up in your ass, just like a cold move. Brother, who is you? It never really matter who cooking this soul food. When the four dudes with